So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit unserem Dwarf Fortress Challenge Eis. Ich bin hier im Eis gefangen. Challenge, genau. Ja, was ich mir überlegt habe noch, wir können ja auch hier sagen, Stone Cutting, Stone Engraving. Stone Cutting ist halt einfach das hier, ne? Oder was ist das? Wenn wir nämlich sagen, das hier bitte soll jeder machen, dann müssen doch die anderen, die jetzt nur rumstehen, auch den Boden glatt machen, weil es ist ja egal. Der wird ja glatt, der wird ja jetzt nicht... warte mal, wir nennen das mal Glätter. So, everybody does this. So, dann müssten die jetzt doch anfangen hier. Ja, guck mal. Weil dann sind die zwar, sind die hier beschäftigt und jeder, wo nichts zu tun hat, müsste hier auf jeden Fall das glätten. Und das ist natürlich praktisch, weil wir dadurch schneller vorankommen damit. Und ja. Das macht jetzt so auch keinen Riesenunterschied, ob das jetzt jemand macht, der sich damit total auskennt oder nicht. Und da sind wir auf jeden Fall um einiges schneller. So, hier sieht das toll aus, wenn man hier durchs Eis läuft. So, das haben wir schon fertig. Oh, jetzt ist es schon ein Giant-Pinguin. Ah. Was hat er denn jetzt für Skills? Combat... Er ist ein guter, naja, ein Adept, Marx, Dwarf und Archer. Und das hier ist eigentlich das Wichtigste für einen Hunter, also anschleichen sozusagen. Schleicher, so irgendwas kann man es übersetzen. Hat aber gleich keine Bolts mehr. No Ammunition. Wie viel Bones haben wir denn noch? Schauen wir mal. Gar keine. Zumindest werden wir hier keine angezeigt, aber wir haben hier auf jeden Fall noch ganz viele Bolts. Und wie sieht das denn hier aus? Müssen die da mal ein paar mehr machen? Bone Bolts, wir müssen mal gucken. Vielleicht müssen wir das ein bisschen weniger machen, wenn es nur noch... Ja, wobei es gibt ja genug. Ich glaube, der holt immer nur so wenig, ne? Kann das sein? Und sammeln die dann auch wieder auf? Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Naja, der wird jetzt wieder neue holen, hoffe ich. Und dann wieder hunten gehen, oder? Smooth Floor, das macht jetzt jeder hier. Oh, der hier ist schon Legendary Woodcrafter. Gut, wie schön, dass wir halt kein Holz haben, ne? Wie schön, dass wir halt kein Holz haben. So, hier, das ist fertig. Das ist super. Da machen wir nämlich jetzt hier mal hier ein Table hin. Oh, und noch ein Table. So. Und ein paar Stühle außenrum, die wir noch nicht haben. Was machen die denn? Okay, der hat jetzt Türen gemacht. Die können wir dahin machen. Für ein bisschen Privatsphäre. Nein, haben wir immer noch nicht, weil die noch nicht runter hingetragen wurden. Ja, super. Das ist super. Betten aber. Betten wären schon mal parat. Das ist okay, weil das ist schon praktisch, wenn wir hier ein paar Betten haben. Dann sind die auch ausgeruhter. Und wir behalten uns auch nochmal zwei Betten vor, weil ich habe mir überlegt, hier machen wir einfach einen kleinen... wobei hier... Oder hier oben? Ja, hier oben ist Wasser dann, ne? Also ich wollte halt gerne ein kleines Hospital machen.
So, jetzt mach den doch mal platt hier, oder? Ist hier jemand, der am Fighten ist? Haben wir irgendwo Pinguin-Meat? Sieht nicht so aus. Was machst du? Ah ja, aha. Oh, der scheint schwer zu sein, der Pinguin. Der scheint schwer zu sein, so ein Giant-Pinguin. Guck mal, wie langsam der hier runterläuft. Und zack. Und dann kommt hoffentlich gleich schon jemand. Und wieso batschert das keiner? Da müssen wir tatsächlich einen nehmen, der das macht. Also das ist wichtig, dass das gleich gemacht wird, sonst verrotten die Sachen. Und das wollen wir natürlich nicht. Eigentlich hatte ich doch das hier beim Farmer und Metzger. Der ist halt auch noch Crafter. Ja, da müssen wir noch einen machen. Hier, Fischcleaner. Du kannst das auf jeden Fall. Komm, und du machst das auch. Das ist ja ein wichtiger Job. So, kommt da mal einer und macht das bitte. Important bitte. Danke. Weil ich will nicht, dass die Sachen schlecht werden. Pinguin und auch nicht der Giant-Pinguin. Und wir haben hier gleich Pinguinleder, ne? Ist klar. Hat ja auch jeder so rumfahren. So, was haben wir denn hier? Guck mal. Aha. Ja, aus Stein. Wir brauchen halt einfach Stein. Viel Stein. So, sobald die hier mal fertig sind mit den Sachen rumtragen, würde ich auch sagen, dass wir die erstmal rumtragen lassen. Ja, das ist alles hier uninteressant. So, jetzt haben wir hier wenigstens mal ein paar Betten. Ein bisschen das hier. Sind jetzt mal Stühle fertig. Na, immerhin einer. Weil wir wollen das hier eigentlich als Dinning Hall machen. Akzeptieren. So, und dann würde ich, wenn das hier durch ist mit den Sachen hier, vor allem mit diesen beiden, dann gerne wieder versuchen, weiter runterzukommen in unserem Aquifer. Also das ist ja schon krass, dass da... Aha, jetzt sind mal ein paar Türen fertig. Dass das so tief ist, hätte ich jetzt so nicht gedacht. So, hier ist unser Wutzdengotol Numonrohr. Unser super, super toller Becher. The artwork relates to the appointment of the dwarf Iral Skullring to the position of outpost liaison, aha, of the equivalent plank in one. Alles klar. Was will er? So, jetzt sind die hier schon fertig. Dann könnt ihr hier aber gleich mal weitermachen damit. Wenn ihr jetzt keine Sachen zum Haulen habt. Macht doch mal... Näher, macht erstmal hier das. Das haben wir noch nicht. So, und unsere Miner sollen das ausbuddeln. Dann kommen hier auch nämlich Steine und wir haben jetzt auch genug Steine. Hier könnte er sich mal ein bisschen beeilen. So, was machst du? Bolts. Bone Bolts, okay. Ja, hier ist überall Zeug drin. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch zwei Loks, die würde ich auch echt so behalten. Können auch noch irgendwas aus Leder auf jeden Fall machen. Sollte nicht das Problem sein. Was gibt's denn da noch? Ups, hier bin ich falsch. Hier will ich hin. Nee, da will ich hin. Leatherbag, ein Buckler. Ich meine, das ist... Ja, oder was zum Anziehen. Im Grunde brauchen wir es nicht. Das ist halt deshalb irgendwie das Blöde. So, die sollen das hier jetzt erstmal ausbuddeln, bitte.
So, aber hier kann man weitermachen in dem Gang hier. Das ist auf jeden Fall drin. Und das hier unten eigentlich auch. Und wenn ihr da gerade dabei seid, kommt, dann macht doch das hier auch noch. Hier weiß ich noch nicht, was da hinkommt. Mal gucken. Und hier ist Tiger Iron. Ja, weiß ich auch noch nicht, was da hinkommt. So, er mit seiner Bismut-Bronze-Axt, nicht Axt, sondern Pick-Axt halt. Ich hätte auch gerne irgendwelche Bins oder so, die kann man aber leider nicht aus Stein machen, das finde ich blöd. Was ist denn, also was ist denn nochmal ein Koffer? Moment, hier, wir wissen ja, ich habe immer meinen Übersetzer dabei. Eine Truhe. Ich könnte also doch das machen. Mach das mal. Ich will mir das mal angucken. So, währenddessen können wir hier auf jeden Fall schon mal wieder ein paar Chairs verteilen. Einen habe ich gesehen. So. Und hier noch zwei. Ist der schon fertig? Nee. Eine Truhe aus Stein, das wäre ja nicht schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine Truhe ist, wirklich, oder sowas zum Essen aufbewahren. Braucht er da zwei Steine für? Ist ja verrückt. Und wie lange braucht er denn? Und wieso macht das überhaupt der hier? Wieso macht das der meiner immer? Das nervt mich. Das soll der nicht machen. Das soll der nicht machen, Steinmetz. Wieso macht das jetzt der? Stoneworking. Wahrscheinlich ist das hier wirklich das alles hier. Stone Carving ist, gehört das wahrscheinlich. Stone Working ist ja alles. Wahrscheinlich gehört Stone Carving da auch dazu. Als Steinmetz. So, das können wir wieder löschen. Mal gucken, ob der das jetzt immer noch macht. Ja, der macht jetzt natürlich die Truhe. Aber was soll's? Somebody is fighting. Okay. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir was Verrottetes. Das ist so das Nervensystem, das muss weg. Sonst gibt es hier bald Miasma und das wollen wir nicht. Und hier im Kitchen ist nix. Das macht doch mal deine Truhe fertig hier. Und dann soll das bitte jemand anders machen. Ja, tatsächlich. Das ist so ein Ding, sehr, sehr praktisch. Gut, brauchen wir jetzt im Moment nicht. So, was macht der jetzt? Store-Item in Stockpile. Warum tut er jetzt nicht meinen? Warum tut er jetzt nicht hier einfach weitermachen? Er ist doch ein toller Miner. Jetzt, genau. Dick mal hier ein bisschen. Mein Freund. Und wenn das hier fertig ist, versuchen wir wieder weiter runterzukommen. Hier durch. Es ist so tief, ey. Wahnsinn. Aber wir haben hier auf jeden Fall genug Steine, um das zu machen. Und es wäre natürlich auch besser, wenn die anderen da fertig sind mit ihrem Gedönsel. So, wir haben auch Doors. Wunderbar. Und wir können hier nichts mehr machen, aber wir haben hier. Also Essen mit der Jagd hier, das geht. Es ist zwar ein bisschen fleischlastig und deswegen ein bisschen einseitig, glaube ich. Aber was soll's? So, Jet, daraus können wir auch nichts Tolles machen. Hilft uns also nicht weiter. Was machst du? Immer noch die Bolts. Die verbrauchen da halt schon viel, aber wir haben halt echt, glaube ich, genug Knochen hier noch rumfahren. Also, das geht. So, jetzt sind die fertig hiermit. Dann gucken wir gleich mal, ob wir einen Stuhl haben. Nein. So, wer macht das jetzt? Macht das jetzt irgendjemand? Ja. Irgendjemand macht es, aber nicht unsere Miner. Darum geht's mir. Die haben nämlich Besseres zu tun.
machen jetzt wirklich unsere Stonecrafter. Jawohl, das ist gut. Genau. Soll er machen. So, die haben tatsächlich alle nichts zu tun. Wie geht's denen denn so? Squad, Professional, was will er denn? Trink Alkohol. Ja, das ist mir alles klar. So, die sind auch fertig. Perfekt. Wird erstmal geschlafen. Okay, was machst du? No job. So, das heißt, wir gehen hier runter. Wir werden weiter gucken, dass wir hier runterkommen. Einmal hierhin bitte. Und wir machen das natürlich auf 1 gleich. So, bitte hier und dann bitte da. Damp Stone located. Ja, das wissen wir. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald mal durch sind hier. Das ist ja Wahnsinn. Na, kommt mal einer und macht hier die Treppe. Danke. Tja. Sieht immer noch nicht so aus, als ob wir hier durch sind, auf jeden Fall. Aber es ist schon mal ein anderer Stein. Lignite, den brauchen wir. Der ist gut. Leider können wir auf dieser Ebene damit jetzt nichts anfangen, weil ja... also wir können den Sandstein und das hier verwenden, das ist gar kein Thema. Aber den hier bitte nach oben, weil daraus können wir Kohle machen. Und das ist natürlich sehr praktisch. So, das hier können wir alles nehmen. Bitte so schnell, dass hier kein Wasser reinläuft. Das wäre nett. Go, go, go. So, das hier. Und das hier. Ja, wir müssen da auch jetzt wirklich gucken, dass wir hier schnellstmöglich durchkommen. So, nächste Ebene. Stein ist auf jeden Fall genug da. Das ist doch verrückt, dass das so tief ist hier. Muss doch jetzt mal irgendwann zu Ende sein. Also, da wirst du ja sonst nie fertig. Wir sind ja jetzt schon bei minus 14. Wahnsinn. Oh, guck mal hier. Nee, ist immer noch da. Ich dachte schon gerade, hä? Aus irgendeinem Grund dachte ich, da ist nichts mehr, aber doch. Was ist das? Yellow Jasper. Ja, gut. So, Sandstein. Und das hier. Zu zweit sind die da zum Glück relativ fix. Ja, die müssen das halt echt tief in die Erde bringen. So. Jetzt sind wir schon wieder echt... das reicht trotzdem noch. Das ist okay. Ich muss gerade mal hier gucken, ob wir jetzt hier endlich mal mehr Chairs haben. Ja, immerhin. Immerhin zwei mehr. Er ist aber auch hier hart dran an den Türen und so. So. Damit die Leute ein bisschen in Ruhe schlafen können. So. Ja, weiter geht's. Also wie tief kann man denn hier den Aquifer haben? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinnig nervig. Dumm, die dumm, die dumm. Ich meine, zur Not graben wir uns halt hier bis zur Magma durch. Dann das ist auch okay. Problem ist aber, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf ein Beast oder so stoßen. Ah, Limonite, das ist Iron. Na gut, egal. Wir brauchen jetzt noch nicht hier wirklich meinen, weil das bringt nichts. Sandstein, bitte. Das hilft nichts, weil wir nicht dazu kommen, hier was abzubauen. Hey,
1, 2, 3. So. Das läuft uns sonst voll mit Wasser. Ist er jetzt schon wieder hier? Kommt, Leute, macht mal hinne. Bringen Sie bitte die Steine. Es ist jetzt natürlich auch ein Weg hier runter, ne? Das ist ganz klar. Bleiben hierbei. Es ist natürlich jetzt auch ein Weg darunter. Und da müsst ihr halt ein bisschen lange schleppen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr so tief hier runter müssen, ey. Dass wir es jetzt dann haben. Weiter geht's. Komm schon. Grab doch jetzt mal da durch. Hier fängt es doch schon an, anders zu werden, aber hier noch nicht. Hier noch nicht. Alter. Wie tief kann denn so ein Grundwasserspiegel sein? Sind wir jetzt hier im Grundwassermeer oder was? Das sieht ganz so aus. Es sieht ganz so aus. Aber wir finden hier immer irgendeinen Scheiß, aber es hilft uns nichts. Hilft uns einfach nichts. Jetzt nehmen wir den hier. Mudstone. Bringt uns auch nichts weiter. Aber wir haben ihn gerade hier unten, dann nehmen wir den. Ist besser. Dann müssen die nicht so weit laufen. Zack, zack. Jawohl. Und jetzt müssen wir erst wieder oben ein bisschen graben. Wir haben zu wenig Steine. Als dass wir hier es schaffen, runterzukommen. Und das aufzubauen. Dann müssen wir erst oben wieder was ausgraben. Ich wollte eigentlich nicht so tief, weil kann ja immer sein, dass da irgendwas ist, dass uns da irgendwas in die Quere kommt, was wir nicht haben wollen. Was natürlich blöd wäre. Gut, dann kümmere ich mich halt erstmal hier um das Krankenhaus. Macht ihr erstmal das hier alle bitte. Und haben wir Türen fertig hierfür? Jawohl, und da machen wir hier auch eine Tür hin. Und wie sieht's mit den Chairs aus? Sehr schön. Einer fehlt noch. Hä? 8 Thrones haben wir gemacht. Hier ist noch einer. Aber wenn der nicht im... Ah doch, der zählt tatsächlich. Ich dachte, wenn der nicht im Stockpile ist, zählt er nicht. Aber doch, er zählt. So. Wie sieht's aus? Was haben wir hier für Viecher? Ja, die haben nichts. Mit denen können wir nichts anfangen. Ich will ganz kurz mal gucken, was für Steine wir haben. Ob es sich lohnt, eine... wo sind denn die alle? Die Sandstones. Hämatit. Ja, wir haben halt nur 3 davon. Lohnt sich eigentlich nicht. Also das sind die, wo wir Kohle draus machen können. Lohnt sich eigentlich nicht. Dass wir da jetzt schon eine Dings bauen hier. Eine Schmiede. Das ist zu wenig Kohle. Also lohnt sich nicht. So, aber so eine Dingsbench wollte ich bauen. Traction Bench. Kann man die hier machen? Nee, wo brauche ich die denn nochmal? Hier? Nein. Nicht hier? Wo mache ich die denn nochmal? Diese Traction Dingsbums hier noch nicht, oder? Doch, tatsächlich. Was braucht's denn dazu? Needs Table. Ach so. Okay, dann mach halt hier nochmal ein Table. 2 Stück. Ich will ja 2 davon haben.
dann müssen wir hier nochmal ein bisschen ausbauen. Also hier können wir von mir aus irgendwie mal ein größeres Dings hin machen, aber wir können halt natürlich auch noch mehr davon machen. Das ist gar kein Problem, dass wir ein bisschen mehr warte mal, vielleicht das, wenn wir hier hinten nochmal sowas machen. So. Und dann führen wir hier den Gang hier einmal außen rum. Und dann sagen wir nämlich, hier sollen größere Räume hin für Nobles zum Schlafen. Oh, guck mal. Cool, ein Kind bekommen. Sehr schön. Dorm Baby. Das heißt, wir brauchen jetzt auch ein bisschen Toys. Kann ich hier Toys machen? Nein. Wo kann ich denn nochmal? Ich kann hier überall Toys machen, oder? Ich glaube hier. Nein. Verdammt. Wo mache ich denn das nochmal? Hier doch nicht. Nee, da gibt es ja nur das. Hier doch auch nicht, oder? Ich dachte hier. Oder muss ich, muss das, das kann doch nicht aus, oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das muss doch nicht aus Leder sein. Mit Sicherheit nicht. Ah, wo macht man denn nochmal Toys? Dass der wenigstens etwas hat. Ich glaube aber hier natürlich nicht, nee. Das muss doch hier sein. Bin ich blöd? Hier, Rock. Rock-Toy. Genau. Gibt es auch noch was anderes? Shell, Bone, Wood. Ja. Hilft uns nicht. So, das Ding ist auf jeden Fall fertig. Ist der Table denn fertig? Nein. Aber er ist dabei. Und die Tür ist vielleicht die fertig. Ja, die wäre fertig, aber das brauchen wir jetzt noch nicht für den Raum. Hierfür auch nicht. Spring has arrived. Ja, das hilft uns nicht. Es ist trotzdem alles vereist hier. Wir sind hier im Gletscher. So, während die nichts zu tun haben, können die aber gleich noch was tun. Dann macht er hier weiter, bitte. Macht mal den Raum noch. Naja, kann ja nicht schaden, ne? Bevor die alle rumstehen, wird hier Boden geglättet. Wie auch immer die das machen. Ich glaube, so mit so 200er Schmirgelpapier. Stunden später. So, und die sind jetzt wenigstens hier dabei. Adäquat-Miner. Naja, das könnte besser sein. Und hier haben wir schon Experten-Miner. Der Wahnsinn. Ich sehe, aber wir könnten auch wieder Essen brauchen. Na gut, 220, das geht. Hier scheint auch noch nichts verdorben zu sein. Hier haben wir noch wieder, was weiß ich, 1000 Skulls. Und Pinguinfedern. Pinguinnagel. Okay, und ganz viel Bone. Also, pass mal auf, was können wir denn aus Bone noch machen? Ja, natürlich irgendwie sowas. Legends, okay, Zepter. Komm, einmal kannst du hier so Crafts machen. Und da haben wir den Toyhammer, wo unser Kindchen mit spielen kann. So, der Raum ist fertig. 2, 4, 6, 8, 9. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch mehr Steine. Die müssen noch mehr kloppen. Der ist ja die ganze Zeit hier dran. Wir haben jetzt auf jeden Fall die die Tische, oder? Zumindest mal einen. Und diese Chest ist natürlich schon cool. Ja. Okay, die Doors sind fertig. Needs Mechanics. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Dann macht das mal.
So, in meiner Welt, wir müssen erstmal schlafen, das ist okay. Das darfst du. Was machst du? Trinken? Schlafen? Warum schläfst du jetzt hier? Ach, weil ich die. Ich glaube, ich habe die noch nicht zu Bedrooms gemacht, oder? Blöd. So, bitteschön, 7 Bedrooms. Wo hast du geschlafen? Ich habe am Brunnen geschlafen. Das war super. Ja, ich hoffe, ihr schlaft nicht am Brunnen, sondern schaltet wieder nächstes Mal ein. Weil das ist hier noch lange nicht gegessen. Das ist hier noch lange nicht fertig. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das schaffen. Aber ich hoffe es natürlich. Und hoffe, ihr seid mit dabei. Deswegen sage ich, Leute, macht's gut. Bis dann.